Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zockt mit einer neuen Folge Settlement Survival. Wir blicken hier auf unsere Glasproduktion, auf unser Hüttenwerk und daneben haben wir die Brennstofffabrik, nicht den Schmelzofen, da wollen wir ja noch hin. Und wir sehen hier, wir haben ein kleines Problem in unserem Hüttenwerk, denn uns fehlt einfach der Industriekraftstoff. Sand haben wir genügend. Und da sind wir hier auch am Produktionslimit angelangt. Aber wir haben nicht genügend Brennstoff. Ja, woran liegt das? Uns fehlt hier offensichtlich Holz. Ich weiß es nicht. Wir könnten hier noch einen weiteren mal hinzunehmen. Dass wir da wieder ein bisschen mehr produzieren. Wir haben uns Ganze auch nur auf 20 eingestellt, also eher so nach Bedarf. Weil wir hier auch immer nur einen brauchen. Nee, nicht einen brauchen, sondern wir brauchen Schwachsinn, wir brauchen 5 Stück. Also das Verhältnis ist 1 zu 1. Ja, wir können das hier vielleicht auch mal hochsetzen auf. Ja, wenn wir das hier nicht brauchen, dann macht wieder unsere Lager voll. Das ist dann auch nicht so schön. Kann man hier irgendwie die Effizienz erhöhen? Das hat nur den Materialverbrauch zu reduzieren. Und das wäre hier bessere Effizienz mit den Ziegelöfen. Dazu bräuchten wir aber dann halt auch die Technologie Ziegelöfen. Und dann können wir hier mit 100 Ton. Nee, ist das hier Ziegel, nicht Ton. Ton können wir. Genau, die Brennstofffabrik durch Brennen von Ton und Industriekraftstoff hergestellt, genau. Dann die hätten wir ja. Wir müssten halt die Technologie freischalten. Dann wären wir hier etwas effizienter. Wir möchten ja aber erstmal hier hinten noch weiter vorankommen, dass wir hier jetzt dann die Belüftungsfabrik fertiggestellt haben. Und wenn wir die dann haben, möchten wir ganz gerne, ist schon wieder der falsche Reiter, hierhin das Schmelzen freischalten, die Technologie. Um dann dementsprechend hier das Schmelzwerk freizuschalten. Weiß nicht, ob wir die fortgeschrittene Schmiede, ob wir die brauchen. Aber dazu bräuchten wir ja sowieso Stahl, also ist das erstmal nicht ganz so interessant. Denn hier können wir ja erstmal den Stahl sowieso herstellen. Das haben wir soweit alles. Erz haben wir jetzt auch wieder ein bisschen vorrätig, aber wir bekommen halt aktuell keines. Ziel ist aber von uns, dass wir hier den Minenschacht hier vorne. Also dass wir die ganz normale Mine zum Minenschacht erweitern und dann dementsprechend dort mehr oder überhaupt mal wieder Erz produzieren zu können. Ja, und wir haben am Ende der letzten Folge vergessen zu schauen, aber es hat sich hier nichts getan. Wir sind immer noch bei 147 Bürgern, die Kleidung haben möchten. Aber das wird sich hoffentlich dann in den nächsten Folgen widerlegen. Wenn dann unsere Karawane irgendwann mal ankommt, in jetzt noch 60 Tagen, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Flachs. Dann können wir hier auch Leinen herstellen und hier weiter aus Leinen und Federn dementsprechend die Daunenjacken. Ja, wir müssen jetzt gerade so ein bisschen warten. Er ist jetzt hier wieder am Produktionslimit. Also wir haben genügend Industriekraftstoff. Der liegt hier rum. Oder haben wir den schon hier rüber geholt? Den haben wir schon rüber geholt sogar. Und wir müssen jetzt halt nur das Glas produzieren. Da sind wir auch ganz gut dabei. Und jetzt bauen wir hier unten auch inzwischen. Aber wir haben alle Materialien vorrätig, das ist schon mal sehr gut. Dann stellen wir hier auch die Produktion noch wieder um auf die, was brauchten wir? Glasflaschen, ne? Ja, ist halt jetzt nicht so tragisch. Wir brauchen nämlich dafür dasselbe, Sand und Industriekraftstoff.
So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade eine kleine Niesattacke. Das ist gerade nicht ganz so schön mit dem ganzen Pollenflug. Und wenn man darauf dann etwas reagiert, dann dauert das so, dauert sowas auch mal etwas länger. Genau, wir wollten jetzt hier, das haben wir schon umgestellt, ist unsere, ja, Beleuchtungsfabrik fertig? Ja, sie ist fertig. Und wir könnten jetzt Laternen herstellen. Oder Lampenöl. Laternen können wir noch nicht. Wir haben kein Lampenöl. Also stellen wir doch einfach mal Lampenöl her. Und guck mal, wir können auch aus Bienenwachs Lampenöl herstellen. Tran haben wir nicht. Na, dann machen wir doch einfach hier mal. Aber wir nehmen das erstmal raus und produzieren erstmal aus Fett einfach Lampenöl. Aber das Fett sonst nirgendwo anders verbrauchen. Ach, ja, genau so. Die Karawane ist zurück. Gucken wir auch gleich mal. Das heißt, wir könnten hier unten. Nee, können wir noch nicht. Hier vorne ist sie erst. Okay. Wie schaut eigentlich. Wow, ich habe mich gerade so leicht erschrocken. Wo kommt er denn her? Ja, Baum umsetzen. Schauen wir nochmal kurz die ganze Karte ab, ob wir hier noch irgendwo was anderes finden, was da nicht so hingehört. Den sieht nicht so aus. Okay, ich wollte eigentlich nur schauen, wie das Feld hier unten aussieht, den wir Flachs anbauen. Sieht aber soweit ganz gut aus. Die Karawane ist mit unerwartetem Gewinn zurückgekehrt. Okay. Die Karawanenmitglieder berichten von ihren wunderbaren Erfahrungen. Wir waren dieses Mal in der Metropole. Es gab dort Waren aus der ganzen Welt. Dieses Mal haben wir einige Spezialitäten von anderen Orten mitgebracht. Okay. Sehr fein. Haben wir es inzwischen? Nein, immer noch 49. Ich lasse einfach schneller laufen. Dann können wir nämlich hier unten das Ganze auch umstellen, dass das Ganze effizienter gestaltet wird. Und wir dann hoffentlich weniger Materialien verbrauchen. Die Lebensmittelvorräte werden knapp. Und jetzt ist es gut, dass wir nicht noch weitere Bürger aufgenommen haben. Ja, müssen wir mal schauen. Aber die Ernte steht ja auch bald bevor. Wir haben jetzt Juli. Ja, nee, nicht pausieren, sondern einfach langsamer werden. Na, guck mal an. Jetzt kommen hier auch schon wieder Sachen hinzu. Gut, wir haben natürlich jetzt auch Weizen mitgebracht. Muss man dazu sagen. Da wollten wir hin. Und das Ganze dann hier effizienter gestalten und hoffen, dass wir dann etwas mehr Wasser behalten können. Wäre ganz schön. Was haben wir hier noch? Ja, wir haben noch einen neuen Technologiepunkt erworben. Ja, würde sich ja jetzt anbieten. Na, es wird sich erstmal anbieten, dass wir eine neue Karawane losschicken. Ach, die ist schon ganz durch und ganz abgeladen. Dann könnten wir doch hier die neue Karawane, den neuen Technologiepunkt verwenden. Um wirklich Richtung Schmelzofen zu gehen. Ja, das machen wir auch. Wir müssen immer so ein bisschen vorankommen. Wahrscheinlich hier bei Erz wird bei, genau. Fortgeschrittene Schmiede und der Schmelzofen. Beim Schmelzofen nutzen wir Eisen und raffinierten Brennstoff. Den raffinierten Brennstoff haben wir hier hinten. Okay. Und Erz werden wir hier dann später rausbekommen. Oh, das wird sich hier noch anbieten. Ich meine, viel können wir hier eh nicht machen, wenn wir den jetzt hier noch hinstellen.
den Schmelzofen, beziehungsweise hier heißt es Schmelzwerk. Die Technologie ist einfach Schmelzofen. Dann wäre das hier auch dicht am Lager dran. Bringt das uns denn was? Wir hätten wir Lampenöl und Stahl zusammen. Das wäre zumindest für diese eine Geschichte ganz interessant. Ja, machen wir das hier einfach noch ein bisschen zurückgelegen, weil hier nichts mehr passieren kann. Na genau, da kommen wir nicht durch. Mal den drehen. Wäre das in diese Richtung offen? Kann man hier auch die Straße ziehen? Ja, kann man. Dann bauen wir das Ganze so. Und ja, komm. Da kann dann auch noch die Pflasterstraße hin. Ne, machen wir doch nicht. Alles hier nur einen Feldweg, dann gibt es hier auch nur einen Feldweg. Das Ganze in Form Lager noch so. Die Fläche nehmen wir auch noch mit rein. Okay. Gerade noch mal schauen. Na doch, geht noch bis hier hin. Dann lassen wir den Weg hier unten auch noch. Die Straße ist dann okay. Genau, hier muss erstmal das Feld ja von den Bäumen befreit werden. Und wir brauchen auf jeden Fall Erz. Wir haben wieder 80 Leute, die frei sind. Wir nehmen einmal hier hinten. So. Geht's jetzt? Ja. Die Bäume da weg. Hier oben nehmen wir noch ein paar Bäume weg. Einfach, weil wir es können. Man weiß ja nicht, wir wollen ja auch Brennstoff herstellen und ja doch, bis dahin. Genau, hätten wir noch weiter gehen können. Wenn wir hier in dem Bereich auch nochmal sagen, alles sammeln. Aber sieht es eher nach überwiegend Holz aus, was wir jetzt hier uns schnappen werden. Kannst du wieder etwas schneller gestalten. Und dann geht hoffentlich, hatten wir es jetzt priorisiert? Ja. Das Schmelzwerk. Dann können wir hier hinten das Ganze nämlich auch schön upgraden. Wir produzieren jetzt hier schon Lampenöl. Das machen wir auf 50. Dann sollten wir doch da jetzt das Produktionslimit erreicht haben. Nö. Was machen die mit dem Lampenöl? Nutzen wir es auch so für die Beleuchtung oder gucken wir es gerade einmal an. Wo findet man das nochmal? Also zumindest können wir hier uns hier erstmal anschauen. Wahrscheinlich unter Rohstoffe zu finden oder? Nö. Ja, Brennstoff, nein. Das würde aus meiner Sicht wenig Sinn ergeben. Werkzeuge eigentlich auch nicht. Ja, Getränke sicherlich. Ne, hier auch nicht. Wo findet man das denn? Hier sehe ich das nicht. Baumaterialien. Hier vorne. Okay, hätten wir hier produziert 105.
verwendet? 0. Lagerbestände? 0. Okay, wo ist jetzt dieses Lampenöl hin? Wenn es weder im Lager liegt, noch irgendwo verwendet wurde, muss doch irgendwo... Ah, jetzt kommt das mal irgendwo im Lager an. Na dann. Ein Handelsschiff ist im Hafen angekommen. Gucken wir uns das ganz doch mal an. Was haben wir denn da? Rotes Paket, für man das auch immer braucht. Katzen. Ja, wir können Katzen hier gegen streuen lassen. Ostereier, Lammbraten, Wildfleisch, Spirituosen, Süßwaren, Bier und Eisenwerkzeug. Wie sieht denn aktuell unsere Produktion von Spirituosen aus? Was fehlt ihm hier? Malz, Glasflaschen. Irgendwer verwendet gerade Glasflaschen. Ja nicht, hier wollen wir wirklich nur Lampenöl herstellen. So eine Ansicht fehlt noch, dass man sagen kann, hier, ich möchte ganz gerne einmal sehen, wie viel werden produziert, das haben wir ja, wie viel im Lager haben wir auch, aber wer benötigt denn was? Also wer hat sich denn zum Beispiel jetzt die Glasflaschen geholt? Also jetzt nicht jeder einzelne Bürger im Detail, sondern dann, das reicht ja denn, dass die Bürger einfach Glasflaschen benötigen, wofür auch immer. Also könnte man das Ganze etwas besser hoffentlich gestalten. Ne, Glasflaschen gab es da nicht. Spirituosen haben wir erstmal. 19. Gut, hier haben wir auch mal 600 Erz rumfliegen, ne? So wie das aussieht. Oh, das nehme ich ja auch mal weg. Dann kommt das nämlich wieder zurück in den Kreislauf. Wir können hier Reis loswerden. Aber Reis nehmen wir auch zurück. Wir brauchen das jetzt. Und Agave nehmen wir auch zurück. Und dann machen wir hier den. Aktiviert werden die ausgewählten Waren vorrangig in das Gebäudelager verschoben. Wenn deaktiviert, hat das Auslagern von Gegenständen in Lagerhäuser höhere Priorität. Dann deaktivieren wir das Ganze nochmal. Und ja, wir kaufen hier nichts. Kann Scan noch hier liegen bleiben. Vielleicht entscheiden wir es auch nochmal um. Aber aktuell würde ich sagen, brauchen wir da erstmal nichts. Hier müsste es vorangehen mit der Glasflaschenproduktion. Wie viele waren da? Noch einer. Machen wir zwei hinzu. Ja, wir können hier irgendwie... die Ziegelöfen finden. Was brauchen wir denn dafür, wenn wir die Technologie Ziegelöfen haben wollen? Ist das Verarbeitung? Nein. Da. Okay, Beleuchtung haben wir jetzt. Und wenn wir diese Technologie jetzt freischalten mit dem nächsten Punkt... dann könnten wir damit die Produktionseffizienz der Gebäude erhöhen. Heißt natürlich auch, wir Produktionseffizienz heißt, dass wir sind zeitlich schneller, verbrauchen dieselben Materialien oder wir haben höheren Output bei ja, bei weniger Material oder wie auch immer. Das müsste man dann eben schauen. Aber erstmal kommen jetzt hier aktuell irgendwie keine Glasflaschen bei raus. Also es werden welche produziert, aber die kommen hier hinten nicht an. Wie viel Zucker produzieren wir hier eigentlich? Das müssen wir auch mal limitieren. Ja, nee, nicht endlos Zucker produzieren, bitte. 200. Wo sind wir? Bei 0. Und das Rezept sagt,
30 Mehl auf 50. Auf 15. Zucker. Haben wir hier Zucker nur auf 100. Malz hätten wir eigentlich genug. Wir möchten aber auch, genau, wir wollen die Karawane wieder bilden. Dazu gucken wir einmal kurz die Fraktionen an. Denn wir möchten von Rania war das, dieses Dattelrezept ganz gerne haben. Beziehungsweise das Dattelsaatgut und dann das Rezept zur Herstellung, dieses hier, zur Herstellung von Zucker aus den Datteln. Und wir sind kurz davor, dieses Level oder diesen Level freizuschalten. Ja, hier haben wir schon Ruf Level 1 erreicht, hier ebenso und hier auch. Ja, was hat das hier nochmal? Steigerung der Arbeitseffizienz von Jägern. Ja, okay. Also wir fahren jetzt hier nochmal irgendwie hin und wollen irgendwas verkaufen. Machen wir das Ganze erst ein bisschen langsamer. Ja, was haben wir denn so? Handelbaren. Ja, nee, das brauchen wir eigentlich sowas mal nicht, sondern wir möchten die Karawane bilden. Wir wollen zu Rania fahren. Gehandelte Waren. Haben wir wieder Tabak? Ja. Guck mal an, wir verkaufen 785 Einheiten Tabak. Was verkaufen wir noch? Ja, Brennstoff sicherlich nicht. Ja, wir könnten vielleicht wirklich etwas Kraut mal verkaufen. Das sind dann noch 115. Es sind 215. So. Da sollten wir nämlich genügend von haben. Jetzt ist die Frage, was wollen wir einkaufen? Bringen wir einfach mal Wasser mit, weil wir kein Wasser haben, oder Erz? Wenn wir jetzt 500 Erz mitbringen möchten. Ja, das wäre ein bisschen viel. 200. Dann sind wir nämlich genau bei 1000. Ja, wir kaufen einfach mal 200 Einheiten Erz ein. Sind wieder 300 Tage unterwegs. Und mit 7 Leuten. Ja, bilden wir doch mal so. Und schicken die jetzt mal wieder los in das Land von Rania, in die Region, um dann dort ja hoffentlich das Rezept auch für die Zuckerproduktion aus Dattel mitzubringen und vor allem die Dattel daraus denn auch, also oder das Dattelsaatgut, dass wir das dann auch anbauen können. Können wir ja hier hinten machen und dann vielleicht wirklich hier mal schon auf diesen Berg irgendwie flach drücken können. Da haben wir ja hier mit Terraforming, mit Bedacht verwenden. Hier irgendwie, keine Ahnung. Ist das irgendwas? Ich weiß es nicht. Mit Bedacht verwenden. Wir werden es machen, sobald wir es brauchen. Wir sind jetzt hier kurz davor, den Schmelzofen fertigzustellen. Das Ganze hier etwas schneller laufen lassen. Und dann werden wir das auch noch in dieser Folge miterleben, wie das Schmelzwerk hier fertig wird. Und dann können wir aus dem Industriekraftstoff, den wir hoffentlich genügend haben, 4. Okay, ist nicht die Welt, aber ja, gehen wir mal in die Verarbeitung. Boah, was wäre das? Holz? Die Brennstofffabrik, ne? Die wir hier haben. Ja. Wenn wir hiervon auch noch mal eine in diese Region hier stellen. Gut, hier könnte man eigentlich noch ein Feld hinsetzen. Hier ist auch eher. Oder hier hinten, weil hier haben wir schon direkt die Bäume. Hier geht es leider nicht. Wie weit ragt das denn hier hin? Okay, wenn wir die hier hinstellen, die Brennstofffabrik. Machen wir doch mal.
Dann können wir hier nämlich direkt auch unseren Brennstoff herstellen. Wir haben hier direkt nebenan die Bäume. Daraus machen wir dann den Industriebrennstoff. Was brauchen wir dafür noch? Nichts weiter. Gut, oder aus Kohle könnte man den natürlich auch gewinnen. Das heißt, wir könnten hier nochmal schauen, ob wir auch ein hier noch ein Bergwerk hinbekommen. Aber irgendwie eher schlecht. Ja, das passt hier leider nicht. Hier unten, da ginge es dann, dass wir hier unten Kohle herstellen oder Kohle produzieren. Dann wartet mal kurz, da brechen wir das nochmal ab. Hier können wir auch umstellen auf Kohle, ne? Dann könnten wir doch auch theoretisch hier unten oder hier im Rücken der Stadt, aber es hat immer hier hoch transportiert, war gut, ist kürzer als wenn wir das von, na, daraus kann ich nicht, als wenn wir das von hier oben immer hier quer rüber transportieren müssen. Ist schon kürzer, wenn wir hier jetzt die Brennstofffabrik oder sowas haben, hier unten dann das Kohlewerk und dann hier den Brennstoff hier hoch transportieren, hier hin. Ja, wir möchten hier ganz gerne Stahl produzieren. So. Ja, das wäre doch gar nicht so verkehrt. Klar, wir können auch die hier im Bergbau und das hier freischalten, diese offene Mine, weil die können wir jetzt theoretisch ja auch bauen. Dann brauchen wir da keinen Berg. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die offene Mine könnten wir hier hinter noch platzieren. Haben wir das hier irgendwo? Unter Ressourcen muss das eigentlich sein dann. Mine. Das ist aber die normale Mine. Achso, das haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Stimmt ja. Genau, das fehlt dann noch. Das müssen wir mit dem nächsten Technologiepunkt dann freischalten. Oder schon mit diesem hier und Risiko eingehen, dass uns bis zum Erreichen des nächsten Punktes nicht irgendwas heimsucht, wo wir jetzt diesen Punkt unbedingt brauchen. Wäre natürlich denn auch möglich. Dann können wir hier mit der offenen Mine hier hinter. Geht ja nur bis dahin. Wie groß ist denn so eine offene Mine? Wenn wir das schon mal so grob planen können, das wäre 7x7. Hier wäre die Produktion aber auch begrenzt. Schaltet die Minenschacht und die offene Mine frei. Die Wahrscheinlichkeit für Unfalltode verringert sich, ja. Aber ich glaube, die können wir hier nicht ausbauen, richtig? Die offene Mine. Höhere Produktion, das ist die Frage. Habe ich da trotzdem noch ein Limit drin oder nicht? Die gleiche Funktion wie eine Mine bietet aber eine unbegrenzte Produktion. Ist, glaube ich, in so einer Mine doch besser. Dann würde ich das Ganze hier unten platzieren. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Haben wir hier unser schönes Schmelzwerk, das dann hoffentlich auch Stahl produzieren wird. Jetzt hat sich schon mal den Brennstoff geholt und auch das Erz, was wir so noch rumfliegen haben. Und dann können wir da relativ schnell, wenn wir diesen Punkt haben, hier raus. Oder auch wenn wir den nicht haben, können wir ja auch schon machen. Das überlegen wir dann beim nächsten Mal. Können wir dann eben den Minenschacht machen, sodass wir wieder eine geregelte und stetige Erzproduktion haben. Und dann schauen wir auch, sehe ich gerade, welches Tier wir hier gefunden haben. Aber bis dahin, bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao.